Im heutigen Video geht es um fliegende Haie, beschissene Wiedervereinigung und Jesus Christus höchstpersönlich. Herzlich willkommen zur ewigen Suche nach dem schlechtesten Film aller Zeiten. Das ist das leere Haus eurer Seele. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum kleinen Neustart meines Kanals und zum ersten neuen Format, was wir hier heute starten werden. Ich habe mich in den letzten Jahren immer tiefer in die wunderbare Welt der Filme hineingefräst und mit Klängern zusammen im 42 Podcast die besten Filme aller Zeiten auf IMDb, also diese Top-Liste mit den 250 besten Filmen, von oben nach unten durchgearbeitet, beziehungsweise wir sind eigentlich gerade noch mittendrin. Link in der Videobeschreibung, falls ihr da mal reinhören wollt. Aber jetzt reicht's auch mal mit guten Filmen, ja? Irgendwann ist Perfektion nämlich auch mal langweilig und genau das müssen wir dringend ändern. Das ist ein Film, hast du den Film gesehen? Den habe ich nicht gesehen, ne. Echt? Nee, das muss man machen, der ist toll. Ja. Neben einigen Geheimtipps und Perlen, die wir natürlich auch irgendwann mal wahrscheinlich auf diesem Kanal thematisieren werden, sind mir auch immer wieder richtige Kackfilme unter die Augen gekommen. Und ich habe mir seitdem die Frage gestellt, welcher ist denn jetzt wirklich der schlechteste Film aller Zeiten? Natürlich scheißt ein Super Babies Baby Geniuses 2 gegen den Paten ab oder ein Disaster-Movie gegen Schindlers Liste. Was ist das für ein bescheuertes Wertungsprinzip? Kann man die Filme überhaupt miteinander vergleichen? Nein, ich denke nicht. Denn ein Trash-Film kann genauso viel Spaß machen wie ein AAA-Blockbuster und ein AAA-Blockbuster sollte auf jeden Fall auch in die engere Auswahl des schlechtesten Films aller Zeiten kommen können. Und genau das werden wir hier ermitteln, ja? Natürlich absolut subjektiv, weil ich bin halt auch nur ein Mensch, aber wehe, es stellt irgendjemand meine verdammte Autorität in Frage! Jede Folge wird es jetzt drei Filme geben, die ich hier vorstelle und ich möchte, dass ein Film davon von euch entschieden wird. Ihr könnt in den Kommentaren einen Film vorschlagen, wo ihr sagt, der war so scheiße, den müssen wir mal unter die Lupe nehmen. Ihr könnt dann natürlich mit Daumen hoch entscheiden, welcher Film dann gewotet wird und ich suche mir dann den mit den höchsten Votings raus, schaue mir den an und dann besprechen wir die nächste Folge hier. Tut mir aber einen Gefallen und schreibt nicht nur Trashfilme rein. Ihr könnt natürlich auch Trashfilme reinschreiben, die vielleicht euch sogar gefallen haben. Ne? Einfach eine würdige Erwähnung hier in unserer Hall of Shame. Aber es dürfen auch Filme sein, wo ihr im Kino wart und sagt, was für eine Grütze war das bitte? Darum geht es am Ende auch. Die Mischung macht's. Nicht nur Trashfilme, sondern auch normale Filme, potenziell als schlechtesten Film aller Zeiten, in Erwägung ziehen. Ui, ui, ui. Bevor wir aber anfangen, muss ich euch trotzdem noch ein kleines Kotlin ans Ohr labern, denn ich habe für dieses Vorhaben ein eigenes Wertungssystem entwickelt, mit dem wir die nächsten 100 Filme dann auch natürlich gleichermaßen irgendwie bewerten können. Daher habe ich mir die Frage gestellt, wie entlarvt man einen schlechten Film? Und dabei habe ich das Ganze auf 5 Wertungskategorien heruntergebrochen. Authentizität, Story, Trash-Faktor, Technik und Spaß. Und in den 5 Bereichen werden die Filme von mir Punkte im Spektrum von 0 bis natürlich minus 10, weil wir wollen natürlich den schlechtesten, nämlich den besten Film finden, erhalten. Und so entsteht dann eine Negativwertung pro Film, die dann in einem Ranking nachher aufgelistet wird. Und dann haben wir irgendwann wirklich ganz oben, nach einer ganzen Weile, den schlechtesten Film aller Zeiten stehen. Aber ich meine, die Reise wird eh nie enden, weil wir wahrscheinlich bis an mein Lebensende irgendwie uns Filme angucken können. Vielleicht habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr, kann auch sein. Aber fangen wir jetzt endlich mal an mit dem ersten Film in unserem brandneuen Format. Ich bin wirklich gespannt, was ihr sagt. Rein! Stellt euch vor, ihr liegt gemütlich am Strand, ihr schlägt an eurem leckeren Eis und dann ganz plötzlich kommen aus dem Nichts drei riesige Tornados mit Haien, die alles in ihrem Weg zerfetzen und blutdurstige Raubtiere durch die Gegend schleudern. Ja, ein klassischer Mittwoch in Amerika quasi. Ihr habt schon geahnt, den ersten Film, den ich mit euch hier durchkauen möchte, versteht ihr, wegen Haie, ist Sharknado. Und bevor ihr jetzt abschaltet, jetzt fängt er genau mit diesem Kackfilm an, was soll die Scheiße? Wartet erstmal kurz ab, ja? Ganz entspannt bitte. Ich habe den Film hier tatsächlich absichtlich als erstes genommen, um euch zu zeigen, dass dieser Film zwar beschissen ist, aber absolut kein guter Trashfilm und noch gar nicht der schlechteste Film aller Zeiten. Überhaupt nicht. Aber fangen wir mal vorne an. Worum geht's überhaupt in Sharknado? Hauptcharakter dieses Films ist Strandbarbesitzer Finn, der in L.A. ein wunderbares und idyllisches Leben führt, bis zu dem Moment, wo aus dem Nichts plötzlich Haie angreifen. Finn stellt sich dann schnell irgendwie ein kleines Team zusammen aus Mitarbeitern aus seiner Bar und irgendwelchen Leuten, die sich da gerade einen Cocktail gegönnt haben. Die versuchen dann zu fliehen in Richtung
des Hauses seiner Ex-Frau, wo seine Ex-Frau und seine Kinder im Prinzip nicht auf ihn warten, weil die wollen eigentlich gar nichts mehr mit dem zu tun haben. Aber er dachte, das ist ein guter Ort, um sich zu verstecken, wenn die Haie aus dem Meer kriechen und anfangen, Menschen zu essen. Offensichtlich, keine Ahnung. Auf dem Weg dorthin sind sie nicht nur mit der Panik der Bevölkerung konfrontiert, nein, auch der Meeresspiegel steigt blöderweise, sodass die Haie immer weiter in die Stadt vorrücken können. Und als die Truppe dann endlich bei dem Haus angekommen ist, erscheinen plötzlich aus dem Nichts drei riesige Tornados, in dem auch Haie drin sind, die durch die Gegend gepfeffert werden und natürlich alles in dem Weg komplett zerfetzen. Die Truppe ist sich dann relativ schnell klar, wir sind jetzt diejenigen, wir müssen diese Tornados irgendwie zerstören und wir haben auch schon absoluten Plan, wie sowas funktioniert. Denn wenn man Bombe da reinwirft, dann wird irgendwas passieren mit dem Klima und dann hören die einfach auf zu existieren. Logisch. Ja, und dann machen die das, steigen dann in so Helikopter, werfen da Bomben rein und dann ist Ende. Eigentlich. Das ist eigentlich auch schon der ganze Film, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Das habe ich irgendwas vergessen? Ich denke nicht, nein. Auf jeden Fall eine richtig, richtig krasse Geschichte, die sich die Autoren da haben einfallen lassen. Klasse. Also. Toll. Aber come on, wir haben es hier mit einem Trash-Film zu tun, da muss es ja abgedreht werden, da muss es verrückt werden, da muss man auf wahnsinnige Ideen kommen, weil sonst ist halt ja kein Trash-Film, oder? Meiner Meinung nach kann ein Film eine spannende und trotzdem trashige Geschichte erzählen, die einen nicht zu Tode ermüden lässt, weil wirklich passieren tut in dem Film da nichts, außer dass alle schreien, oh nein, Haie in einem Tornado. Oh, mehr kann der Film nicht. Das war's. Die ganze Geschichte basiert auf dem Titel. Also da viel mehr Hirnschmalz ist da tatsächlich nicht reingeflossen. Natürlich gibt's auch hier und da mal Momente, die mal ein bisschen sehr abgefahren sind und wo man mal kichern muss, weil es halt wirklich total blödsinnig ist. Aber der Film schafft wirklich zu keiner Sekunde, mich in irgendeiner Weise zu fesseln, weil sowohl die Charaktere absolut öde sind. Die Story bietet nach 10 Minuten schon nichts mehr Neues und dementsprechend ist auch die Story im Allgemeinen. Hier wird sich komplett darauf verlassen, dass die Zuschauer alleine durch den Aufhänger des Films komplett unterhalten werden, was natürlich überhaupt nicht funktioniert, zumindest im ersten Teil. Es gibt nämlich noch 5 weitere Teile, die ich bisher noch nicht gesehen habe. Vielleicht ändert sich das irgendwann, das will ich nicht ausschließen, aber also der erste Teil, da kann mir jetzt keiner erzählen, dass das ein guter Trashfilm ist, sorry, aber da werde ich euch gleich nochmal einen anderen, kommt gleich nochmal was anderes, besseres. Kommen wir aber zu einem kurzen Exkurs dieses Films, denn ich möchte euch noch ein bisschen was zu den Hintergründen sagen, denn der Film wurde von dem Produktionskollektiv The Asylum produziert. Ist vielleicht schon mal irgendjemand begegnet auf der Reise durch die Trashfilmwelt? Und vielleicht feiern tatsächlich auch einige von euch The Asylum, weil die Filme durchaus beliebt sind. Die haben nämlich nicht nur die Sharknado-Reihe produziert für den Fernsehsender Sci-Fi, sondern sind eigentlich für was völlig anderes bekannt, Mockbuster. Denn The Asylums Umsatzkonzept besteht eigentlich daraus, heiß erwartete Blockbuster vor deren Release in einer beschissenen Version im Home-Entertainment zu veröffentlichen, sodass sie schneller bei den großen Videoverleihen im Prinzip verfügbar sind, bevor der eigentliche Film eigentlich da ist. So kam zum Release vom ersten Transformers-Teil der Film Transmorphers ins Home Entertainment und als dann zum Beispiel hier 2012 rauskam, kam 2012 Armageddon. Die machen da auch überhaupt keinen Hehl draus, dass sie genau dieses Konzept fahren und sind seitdem eigentlich relativ finanziell erfolgreich damit, sodass sie sich immerhin über Wasser halten können und ein mehrköpfiges Team unterhalten können. Das Thema ist wirklich riesig, also falls ihr dazu ein eigenes Video sehen wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich beschäftige mich da sehr gerne für euch mit. Aber kommen wir zurück zu Sharknado, würde ich sagen. Denn irgendwann kam der Spartensender Sci-Fi auf die Asylum zu und hat die mit Geld beworfen und gesagt, ey, produziert mal bitte extra für uns ein paar Fernsehfilme. Und so ist halt Sharknado entstanden. Ist jetzt nichts Verwerfliches dran, kann man machen, aber ey, ganz ehrlich, die Filme von The Asylum haben immer so ein Geschmäckle, weil am Ende ist es kommerzieller Trash. Die produzieren die Filme absichtlich scheiße, weil sie wissen, dass das irgendwie die Leute ranzieht. Und das ist irgendwie, Sharknado ist leider der Inbegriff für Mainstream-Trash, der den Kern absolut verfehlt und bis zum Kotzen ausschlachtet. So ist aber auch die Produktion, die The Asylum da umgesetzt hat, durch die ganze Erfahrung der Vorjahre, weil die halt seit Jahrzehnten irgendwie unterwegs sind, tatsächlich gar nicht so schlecht. Also gerade durch Sci-Fi und das dahinterliegende Geld sieht der Film tatsächlich ganz gut aus. Also natürlich nur, wenn man darüber hinweg sieht, dass die Hälfte des Films eigentlich nur aus Stock-Footage besteht und das CGI einfach völlig zum Kotzen aussieht. Aber naja, ist
Ist halt so. Spricht aber erneut für einen durchkommerzialisierten Trash-Streifen, der einfach nur hingerotzt wurde, um mit wenig Kosten den höchstmöglichen Gewinn zu erzielen. Auf unserer Trash-Skala muss ich leider auch Punktabzug geben, beziehungsweise Punktaufzug. Denn der Film ist auf jeden Fall nicht so trashig, wie er bei dem Titel vermuten lässt, muss ich ehrlich sagen. Also da hätte ich deutlich mehr erwartet als drei Sharknados, die dann irgendwie mal zum Ende des Films Hallo sagen. Und nur Haie sind für mich auch kein Faktor, der irgendwie einen großen Trash mit sich bringen. Ja, okay, lustig, fliegen Haie durch die Gegend und essen Leute auf. Toll, das haben wir in 800 anderen Filmen auch schon gesehen. Also, was soll die Scheiße? Kaum handgemachte Effekte, keine Liebe zu Detail, alles mit CGI irgendwie gelöst und das bei einem Budget von ungefähr $1 Million. Ey, come on, mit $1 Million können andere Trash-Ikonen so viel geileren Scheiß produzieren. Basically, my message is yourself. Was ich bisher noch gar nicht erwähnt hatte, ist, dass wir neben den 5 Kategorien, in denen wir die Punkte verteilen, auch noch extra Bonuspunkte vergeben für ganz besondere Auszeichnungen in verschiedensten Themenbereichen. Von mir bekommt der Film ganz klar das Gütesiegel für außergewöhnlich mieses CGI. Ja, dafür gibt es nochmal -2 Punkte. Und außerdem das Ich bin halt bei dem Film einfach eingeschlafen Abzeichen. Also wirklich, der Film war so langweilig, dass ich wirklich eingeschlafen bin kurz. Das ist kein Witz, das ist wirklich passiert. Und deswegen hauen wir nochmal -4 Punkte oben drauf. Klasse, oder? Wenn man alle Punkte irgendwie zusammenrechnet, kommen wir auf einen Highscore von -36 Punkten. Herzlichen Glückwunsch an Sharknado. Da ist aber noch eine Menge Luft nach oben, sind wir mal ehrlich. Der schlechteste Film aller Zeiten sieht anders aus, auch wenn dieser Film schon wirklich heftig mittelmäßig ist. Das kann man auf jeden Fall mal sagen. Braucht ihr euch wirklich nicht angucken, wenn ihr auf der Suche nach guten Trashfilmen seid. Meine Güte. Die Basis ist damit jetzt gesetzt, ist aber trotzdem schwer zu sagen, ob es jetzt das Nonplusultra an schlechten Filmen ist oder nicht. Daher kommen wir mal zum nächsten Film und Gott, ich will da wirklich nicht drüber sprechen, aber Mats ab. Woran denkt ihr als erstes, wenn ich euch frage, wie ihr deutsche Filme findet? Denkt ihr an die fantastische Sandra Hüller, die erst vor kurzem für gleich 2 Filme bei den Oscars nominiert war? Oder denkt ihr vielleicht an die bahnbrechenden und für die damalige Zeit revolutionären Produktionen von Fritz Lang oder Robert Wiene? Oder denkt ihr vielleicht an... Ups. Ämmchen, weißt du, was die Karre wert ist? Ja, jetzt nicht mal so viel. Ich habe ja hier irgendwo auch einen Bildungsauftrag und ich kann euch wirklich, wirklich, wirklich sagen, es gibt großartige deutsche Filme und das sogar ohne Til Schweiger. Deswegen würde ich gerne mit euch hier auch regelmäßig deutsche Produktionen bewerten. Natürlich jetzt nicht das Nonplusultra, das kommt nochmal in irgendeinem anderen Video, aber Filme, die ihr euch vielleicht nicht angucken solltet, aus dem deutschsprachigen Bereich. Das ist hier das Format für Filme, die ihr vielleicht meiden solltet. Ich komme nämlich vom Finanzamt. Til Schweiger ist in Deutschland wahrscheinlich so umstritten wie die oder das Nutella und er schmeißt uns einfach seit den 2000er Jahren regelmäßig mit mittelmäßigen, schlechten, pseudo-tiefgründigen Romantikkomödien zu, von denen wir, glaube ich, alle mehr als genug haben. Aber es gibt immer noch eine Zielgruppe, die das zu feiern weiß. Es gehen immer noch Leute ins Kino bei diesem Film, warum auch immer. So sehr man das auch nicht mag, aber einige Filme hatten wirklich großen Erfolg, bei dem der Weinliebhaber und Schrankvisionär die ältere Generation, die sonst wahrscheinlich niemals einen Fuß ins Kino setzen würde, von der Couch geholt hat. Ist halt keine schlechte Taktik, aber irgendwie scheint die Zielgruppe auch mittlerweile gesättigt zu sein von diesen grottenschlechten Filmen aus dem Hause Schweiger und Töchter. Was soll man machen, der ist toll. Heute habe ich aber einen ganz besonderen Till-Film für euch mitgebracht, der mich, seit ich den gesehen habe, wirklich in meinen Albträumen verfolgt. Also, ich habe wirklich... 2018 kam der gute Mann nämlich auf die Idee, ein Remake von einem dänischen Film aus dem Jahre 2011 zu machen, namens Klassentreffen 1.0. Und wie das so ist, wenn man keine eigenen mittelmäßigen Ideen mehr hat, dann kauft man halt mittelmäßige Ideen aus dem Umland und setzt die halt selber um. Mit allem Sack und Pack, was diese Produktionsfirma so zu bieten hat, ey, das ist der Hammer. Aber worum geht's denn überhaupt in dem Film? Brechen wir das Ganze mal kurz runter. Til Schweiger spielt einen erfolgreichen DJ und Frauenheld, der seinen Höhenflug extra wegen einem Jubiläumstreffen 30 Jahre Abi unterbricht und in seine Heimat zurückkehrt. Vorab trifft er sich aber mit 2 alten Schulfreunden, die aber wirklich überhaupt keinen Bock haben auf dieses Treffen. Einer ist in der Midlife-Crisis und wird von seinen Kindern nicht respektiert und die Frau von dem anderen ist gerade mit dem eigenen Paartherapeuten durchgebrannt. Gute Bedingungen für so ein Klassentreffen auf jeden Fall. Der super gut gelaunte Superstar versucht die Truppe dann irgendwie wieder zusammenzubringen, aber er hat gleichermaßen auch eine eigene Mission, denn er will das Herz seiner großen Liebe gewinnen. Allerdings will die blöderweise monogam leben und
findet das nicht so witzig, dass der Charakter von Till da irgendwie sich durch die Gegend flext, durch die Frauenmengen, die ihm da entgegenspringen, weil er so ein heftig fantastischer DJ ist. Auf der Reise zum Klassentreffen wird die Truppe dann von der Tochter dieser Frau begleitet, die gespielt wird von Lilly Schweiger, der Tochter von Till Schweiger, die darf natürlich nicht fehlen und sie soll überprüfen, dass er keine anderen Frauen küsst. Nach einigen heftig unangenehmen und total lustigen Situationen schlagen die Helden dann am Ende auf dem Klassentreffen auf, um festzustellen, dass es dort eigentlich total kacke ist. Aber wenigstens hat die Truppe auf dem Weg dorthin gelernt, was wahre Liebe ist und Freundschaft und dass Altwerden gar nicht so schlimm ist, Leute. Schön. Happy End. Klasse. Oh, Junge, ey. Klingt jetzt erstmal nach einem klassischen Till Schweiger-Film. Halbgare Love-Story, überspitze Boomer-Charaktere, Till ist der große Superstar und es gibt eine total wichtige Message am Ende. Allerdings... Oh, Bruder Jakob, Alter. Warum stelle ich den Film jetzt hier vor? Trotz allem, was ich in den letzten Jahren gesehen habe, ist Klassentreffen 1.0 der wirklich schlechteste Film, den ich je gesehen habe. Wirklich, vertraut mir, ich habe einigen Scheiß gesehen. Das ist wirklich der Tiefpunkt meiner Filmguck-Karriere. Eine absolut langweilige, standardmäßige ZDF-Primetime-Käsegeschichte, ohne große Überraschungen oder dem geringsten Anreiz von Spannung. Dennoch baut Till Schweiger hier ständig komplett bescheuerte und unlustige Situationen mit ein, bei der sich eigentlich jeder normale Mensch denken sollte, warum? Was soll die Scheiße, Alter? Kann nicht sehen, da sind zu viele Haare. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand im Kino in großen Gelächter ausgebrochen ist, als sich irgend so ein random Typ in der Sauna die Klöten einklemmt. Ganz ehrlich. Was soll die Scheiße? Viel schlimmer als die Story, und das ist an Jämmerlichkeit kaum zu überbieten, ist die Tatsache, wie stümperhaft dieses Werk inszeniert wurde. Sogar Sharknado hat es zumindest geschafft, die Grundlagen der Filmproduktion zu beachten, was man hier wirklich nicht behaupten kann. Ich will euch mal kurz einen kleinen Ausschnitt aus dem Film zeigen und aus Spaß zählen wir jetzt einfach mal mit, wie oft in dieser kurzen und wirklich inhaltslosen Szene geschnitten wurde. Mats ab. Was für ein Schwengel? Schwengel! Eine absolute Katastrophe, was den Schnitt angeht. Selbst ein frisch eingestellter Praktikant hätte alleine durch Scrollen auf seiner TikTok For You-Page mehr Gefühl für Framing und Rhythmus als der Cutter dieses Films. Wobei man dem noch nicht mal mehr die ganze Schuld geben kann, weil bekanntermaßen sitzt Till Schweiger auch schon mal gerne selber im Schnittraum und hilft mit. Dann haben die gesagt, was machst du hier? Und ich sag, ich schneide hier meinen Film. Wie, du schneidest, während du drehst? Ich sag, ja. Hast du denn schon was, das uns zeigen kannst? Ich sag, ja, alles. Bis auf die eine Szene, an der ich gerade bin. Die kann ich jetzt noch fertig schneiden oder ich zeig euch was. Dann habe ich denen alle Szenen gezeigt. Und alle waren richtig so platt. Mhm. Ja. Wer weiß, wofür der so verantwortlich war die letzten Jahre. Keine Ahnung. Nein, nein. Sie gehen mir auf den Sack. Echt. Ja, wie kommt man bitte darauf, konsequent den ganzen Film, auch über mehrere Szenen hinweg, die Musik im Hintergrund laut über Dialoge durchlaufen zu lassen? Ist Ihnen selber klar gewesen, dass es einfach scheißegal ist, was dort geredet wird? Oder soll das Ganze künstlerisch wertvoll sein, wie der süß verspielte Sepia-Filter, den Schweiger immer gerne über seine Filme drüber schmiert? Ansonsten haben wir noch den Spaß, der sich bei mir im Film ein bisschen in Grenzen hielt. Vielleicht hätte ich mir einfach die Augen auskratzen sollen, dann wären zumindest ein paar Tränen geflossen. Leider ist der Film sehr authentisch. Scheiße eigentlich, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Budget von 7 Millionen Euro jemand absichtlich so eine Scheiße produziert, weil es ja so trashig ist. Höhö, guck, wie trashig ich bin. Niemals. Der Film ist hundertprozentig authentisch. Keine Frage. Dafür gönne ich aber nochmal drei wunderbare Boni. Der Till Schweiger-Stempel für außergewöhnliche Weinverkostung und Möbelkonstruktion. Eine lobende Erwähnung für den ultimativen Cringe und die besondere Auszeichnung für meinen ganz persönlichen Hassfilm. Ever. Aller Zeiten. Sprechen wir jetzt bitte nicht drüber, dass der Film noch eine Fortsetzung gekriegt hat. Bitte, bitte, bitte vergesst das einfach, ja. Summa summarum kommen wir damit auf minus 40 Punkte und damit haben wir schon einen neuen ersten Platz. Klassentreffen 1.0. Großartig, großartig. Solltet ihr euch unbedingt reinziehen im Film. Klasse. Weil dann kann mir vielleicht auch mal irgendjemand erklären, warum Till Schweiger in jeder Szene dieses Films diesen bekackten Hut aufhat. Was hat es mit diesem Hut auf sich? Mein Hut, der hat drei Ecken.
Bevor wir jetzt aber zum letzten Film kommen und ihr gleich schon schnell die Jacken anzieht, um schneller vom Parkplatz runterzukommen, nur kurz der Reminder, schreibt bitte einen Filmvorschlag für die nächste Folge in die Kommentare und gebt den Vorschlägen, die ihr mögt, bitte einen Daumen hoch, damit wir hier ein schönes Voting-System in den Kommentaren haben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback zu diesem Format. Was kann ich noch besser machen? Was würdet ihr anders machen? Oder findet ihr einfach alle super toll? Gerne in die Kommentare und auch gerne einen Daumen hoch. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Außerdem würde ich mich super freuen, wenn ihr mich und meinen Kanal supporten würdet. Das könnt ihr ganz einfach über die Mitgliedschaft, über den Mitglied-Button unter diesem Video machen. Damit supportet ihr nicht nur mich, sondern auch dieses Projekt und dass wir weitermachen können. Vielen Dank an alle Mitglieder, die bei dem letzten Video hier schon heftig supportet haben. Danke, danke, danke. Ehre an alle Mitglieder. Kommen wir aber zum großen, grande Finale, dem letzten Film des heutigen Videos. Es begab sich zu einer Zeit, da wurde unser Herr und Erlöser Jesus Christus geboren, um die Welt und alles Leben auf ihr zu retten. Nachdem die Römer aber da überhaupt keinen Bock drauf hatten, haben die den Jungen einfach an ein Kreuz getackert und zack, Problem gelöst. Aber nicht mit Baby Jay. Nach seinem Tod ist er einfach wieder auferstanden und hat erstmal ein paar Schellen verteilt. Also das hätte ich zumindest gemacht. Ich weiß nicht, ob das zur Lore gehört, aber ja, egal, machen wir weiter. Jedenfalls hat Jesus danach absolut keine Lust mehr gehabt, einen auf Messias zu machen und ist untergetaucht, beziehungsweise hat im Stillen einfach so ein paar Leute untergetaucht, um die zu segnen. Oder so. Doch der Original G wurde dann plötzlich von ein paar Fans aus dem Ruhestand geholt, weil es ein dickes Problem gibt. Vampire! Verdammte Vampire! Hallo Sohn! Ich wollte nur mal Hallo sagen. Jesus Christus Vampirjäger. Der Titel sagt eigentlich schon alles, was ihr wissen müsst. Ich will in diesem Format natürlich nicht nur Filme beleuchten, die ihr euch auf keinen Fall angucken sollt, sondern natürlich auch Filme mit reinnehmen, wo ihr vielleicht eine Menge Spaß mit haben könnt. Und das ist ein Film, der absolut in diese Kategorie gehört. Aber trotzdem müssen wir gucken, ist er vielleicht trotzdem der schlechteste Film aller Zeiten. Aber bevor wir damit anfangen, erstmal ein paar Worte zur Story. Jesus wird von einer Gruppe cooler Pfarrer aus einem jahrhundertelangen Ruhestand geholt, weil nur er sich dem anbahnenden Vampirproblem annehmen kann. Denn seit kurzem machen Vampire aus irgendeinem Grund Jagd auf Lesben und sammeln deren Haut ein. Und dabei verbünden sie sich sogar mit Atheisten, um Jesus ein für alle Mal den Garaus zu machen. Nachdem JJ mal eben fix den ersten Vampirangriff mit links abwendet, indem er das Meer segnen lässt und die Blutsauger mit Weihmeerwasser zur Strecke bringt, gönnt er sich noch eine neue Frisur, neue Klamotten, hippe Piercings, um die Gegner noch effektiver umknechten zu können oder so. Keine Ahnung, er sieht dann halt nicht mehr so aus wie Jesus. Vielleicht ist das Taktik. Stellen wir jetzt einfach mal nicht die Plane von unserem Herrn und Erlöser in Frage. Das ist nämlich Sünde. Schließlich merkt er aber doch, dass seine Kung-Fu-Kräfte nicht ausreichen, um die Invasion alleine abzuwenden. Und so holt er sich dann einen alten Freund dazu, den mexikanischen Wrestler El Santo. Gemeinsam schaffen sie es dann, die bösen Monster niederzustrecken und freuen sich mit allen Leuten, die nicht gestorben sind, dass es vorbei ist. So steht es geschrieben. Justus Jonas, 1124. Amen. That's 'cause Jesus Christ is my... Für mich bringt Jesus Christus Vampirjäger nicht nur wie Sharknado und einen völlig bescheuerten Aufhänger mit, sondern weiß diese Idee auch irgendwie weiterzuspinnen. Der Film nimmt sich in keiner Minute ernst und genau so sollte man mit der Thematik auch umgehen. Jede Person, die an dieser Low-Budget-Produktion mitgewirkt hat, wusste, wie das Ergebnis am Ende aussehen wird. Ich meine, das Budget lag umgerechnet etwa bei 70.000 Euro und daraus einen 90-Minütiger zu drehen, ist wirklich schon eine Kunst für sich. Die Story ist leicht, nicht überladen und bringt wirklich ein paar lustige Überraschungen mit, die einen echten Trash-Fan am Ball bleiben lässt. Auch wenn ihr absichtlich Trash produziert wurde, ist der Hintergrund ganz klar von Spaß und Liebe zum Genre getrieben und nicht ausgelegt auf irgendeine kommerzielle Scheiße. Man könnte fast sagen, dass der Film auch Herz und Liebe zum Detail mitbringt, aber ich will jetzt mal nicht übertreiben hier. Wow, wo wir gerade von Meisterwerk reden. Hey Max, wie hast du mich gefunden? Für die DVD gab es 9 Jahre nach dem Release des Films sogar ein kleines Wiedersehen, bei dem diverse DarstellerInnen nochmal ein wenig aus dem Nähkästchen geplaudert haben. Und auch hier wird wieder klar, jeder hatte unfassbaren Spaß beim Dreh des Films und hat das Ergebnis auch ziemlich abgefeiert. Absolut sympathisch, wie ich finde, und hier gibt es deswegen auch keine Abzüge in der Authentizität. Für mich ist der Film durch und durch authentisch, auch wenn er tatsächlich absichtlich scheiße produziert wurde, logischerweise. Aber aus keinem kommerziellen Wunsch heraus. Einfach aus Spaß. Quasi YouTube 1.0, wenn man mal so sieht. Apropos YouTube, ihr könnt euch sowohl den Film als auch dieses Behind the Scenes Wiedersehen, könnt ihr auf YouTube schauen. Das Wiedersehen verlinke ich euch in meiner Videobeschreibung
Und den Film selber, den findet er auch, wenn er in die Suchleiste eingeht. Aber bei der technischen Umsetzung bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen hin und her gerissen. Ne? Einerseits ist der Film von 2001, hatte wenig Budget und sollte vielleicht absichtlich sogar scheiße aussehen. Kann ja sein. Rein objektiv gesehen geht da noch was. Gerade im Bereich Splatter-Effekte hätte man mit den richtigen Leuten am Set noch deutlich mehr rausholen können. Bonuspunkte bekommt der Film tatsächlich keine von mir, weil ich eigentlich roundabout super zufrieden war. Es ist wirklich ein toller Trash-Film. Man kann eine Menge Spaß mit dem Film haben, wenn man sich natürlich bewusst ist, was man da guckt. Das, was er machen will, schafft er wirklich sehr gut. Er unterhält über die gesamte Laufzeit und dementsprechend sind es in Anführungszeichen nur minus 20 Punkte, die der Film auf unserem Trash-Scoreboard bekommt. Und er ist auch weit weg vom schlechtesten Film aller Zeiten, sind wir mal ehrlich. Fast schon eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Und damit haben wir jetzt unsere ersten drei Filme hier komplett abgehakt. Wir haben einen ersten Gewinner. Klassentreffen 1.0 steht derzeit auf Platz 1 unserer Trash-Skala des schlechtesten Films aller Zeiten. Das wird sich vielleicht noch ändern in der nächsten Folge. Wie gesagt, denkt bitte dran. Und in die Kommentare was vorzuschlagen. Gerne Feedback, gerne Mitglied werden, gerne reinzappen, Like geben, alles mit dabei. Ich freue mich wirklich ungemein wieder hier zu sein, aber vielen Dank trotzdem nochmal an dieser Stelle für das ganze positive Feedback, was ich unter dem letzten Video erfahren habe. Mein Herz ist wirklich aufgegangen, dass ihr mich so schön wieder aufgenommen habt und ich hoffe, dass ihr auch dran bleibt und euch auf die nächsten Videos freut, auch wenn die vielleicht immer ein bisschen Zeit benötigen, weil ich halt das hier nicht mehr ganz hauptberuflich mache gerade. Ne? Ich sag mal, ciao Kakao, hau da rein, bis zum nächsten Video. Tschüssikowski. Gib's dir mal. Okay. Versprochen? Mach ich. Was haben wir jetzt hier geworden?